Hier ist Freddy Krüger 91527s Weihnachtszeit 2012, Folge 11 und außerdem auch Folge 12. Ja, ich habe gestern schon wieder den ganzen Tag nur geschlafen. Ich bin noch nicht mal zum Fressen gekommen oder sowas. War voll scheiße. Bin morgens nach Hause gekommen, hab mir gedacht, okay, jetzt ist der Computer ja endlich fertig mit Rendern, lade ich mal mein Video Folge 10 hoch, dann lege ich mich kurz ins Bettchen und dann mache ich weiter. Ich hätte mir vielleicht einen Wecker stellen sollen, obwohl, den hätte ich wahrscheinlich eh wieder ausgedrückt. Auf jeden Fall. Ja, wenn ich diesmal nicht vergesse, kann ich immer gleich damit an. Ich sollte mir endlich mal Batterien kaufen. Ja. Bestimmt stürzt das Ding jetzt dazwischen drin an. So, dann wollen wir mal sehen. Habe ich natürlich schon gefunden hier, aber die 11 wird sich jetzt ewig versteckt halten. Ja, ah nein, da ist Sterne. Nein, Speicher voll. Ich habe vergessen, eine Karte einzulegen. Wie dumm von mir. Es ist da irgendwo in der Kamera ein Weihnachtskalender eingespeichert. Was für ein Scheiß. So, nächster Versuch, aber diesmal weiß ich ja wenigstens schon, wo der ganze Mist ist, da muss ich nicht so lange suchen. Also, wir fangen an mit der 11, das ist hier unter dem Sternenhimmel. Gleichzeitig auch an der Spitze vom Weihnachtsbaum. Das bedeutet ein Stern vor dem Sternenhimmel, der umgeklappt hat. Und da drinnen befindet sich eine Schuhschuhlokomotive. Hey, davon habe ich heute mehr als genug gesehen auf Arbeit. Hinter der Chuchu-Lokomotive ist ein Elch, der auf einer Sternschnuppe reitet. Ja, passt zu den Sternen im Vordergrund, würde ich sagen. So, Nummer 12. Er blinkt bereits, er wird gleich leer sein. Muss ich mich beeilen. So, verdammt schade. Keine Maul, großartig. Nur die Finger von dem braunhaarigen Mädchen müssen dran glauben. Und es ist ein Feuerwehrauto. Sehr lecker wieder. Und dahinter ist der Weihnachtsmann mit einem Piepmatz in der Hand. Der Piepmatz hat eine Bommelmütze. So. Okay. Puh, das war knapp. Die Batterie wäre echt fast draufgegangen. So, dann nehmen wir mal diesen Krempel mit. Ich kann ihn hier auf meine Pizza legen. Das wird sicher sehr lecker werden. Mafia-Torte mit Salami. Könnte auch fast ein doppelstöckiger Eisenbahnwagen sein, dann könnte man den Rand koppeln. Aber wenn man die Dinger aneinander koppeln würde, würden sie in entgegengesetzter Richtung fahren. Irgendwie muss ich dabei an dieses komische Experiment denken, wo irgendwelche Leute mal zwei Pferde zusammengenäht haben. Haben da so eine Kugel zwischengemacht und haben die irgendwie die mit Luft aufgepumpt oder so. Also nicht die Pferde, sondern die Kugel. Haben sie die Luft rausgesaugt. Ja, genau. Die haben die Luft aus dieser Kugel rausgesaugt und dann haben sie den Pferden gesagt, die sollen die mal versuchen auseinanderzuziehen. War so ein bisschen eine Wette irgendwie. Ich weiß nur noch, die Pferde haben verloren. Dann wurden sie gegessen. So. Ich werde jetzt erstmal die Chuchu-Lokomotive futtern. Keine Füllung. Und passt geschmacklich so überhaupt nicht zu der Pizza.
Passt aber auch geschmacklich nicht zu dem Elch. Nun kommt das Feuerwehrauto. Wäre doch gelacht, wenn das Ding nicht mit Schaum gefüllt wäre. Juhu, dann kann das Ding wenigstens wirklich Feuer löschen. Müsste ich nur noch irgendwie einen Apfel oder eine Torte oder sowas essen, dann würde es vom Geschmack her alles durcheinander sein. Ich weiß gar nicht, ich glaube, die Italiener, die trinken Wein oder sowas, wenn sie das essen. Aber die trinken sowieso zu allem möglichen Kram Wein. Oder Olivenöl oder so ein Scheiß. Na gut. Mal aufhören mit dem Mist, sonst wird das Video wieder zu lang und dann stürzt mir Vegas andauernd ab. Außerdem sind wirklich spannende Sachen sowieso schon passiert. Pizza fressende Freddy sind nur auch nicht so spannend, oder?